Schwarzer Rauch über dem Sartorius-Gelände im Göttinger Industriegebiet Krone. Gegen 13.45 Uhr war am Samstag auf dem Werksgelände ein Brand ausgebrochen. Nach ersten Informationen brannte ein Zwischenlager mit Nitrocellulose, das für die Membranherstellung von Sartorius benötigt wird. Die Ursache für das Feuer ist noch völlig unklar, ebenso die Schadenshöhe. Feuerwehr und Rettungsdienste waren im Großeinsatz. Die Feuerwehr bekämpfte das Feuer von außen mit Drehleitern sowie im Innenangriff. Feuerwehrsprecher Frank Loth lobte die Brandmeldeanlage, die in dem Gebäude verbaut ist. Sie habe frühzeitig angeschlagen. Außerdem habe die Sprinkleranlage ausgelöst und dafür gesorgt, dass sich der Brand nicht weiter ausbreitet. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr sowie die Freiwilligen Feuerwehren Krone, Stadtmitte und Holtensen. Um den Großeinsatz koordinieren zu können, war der Einsatzleitwagen 2 eine Art mobile Leitstelle vor Ort. Um die Einsatzkräfte mit Speisen und Getränken versorgen zu können, war auch die Versorgungsgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Göttingen im Einsatz. Der Rauch zog über ein Wohngebiet. Deshalb riet die Polizei, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Die Polizei sperrte den Bereich rund um das Werksgelände weiträumig ab. Unter anderem waren die Hermann-Kolbe-Straße, die Otto-Brenner-Straße und die August-Spindler-Straße für den Verkehr gesperrt. Die Autofahrer mussten deshalb Unwege in Kauf nehmen.